2015 ist rum und die meisten Preisverleihungen für die Spiele des vergangenen Jahres auch. Zeit also einmal nachzuschauen, wer auch abseits unserer eigenen GameStars Preisverleihung so richtig abgesahnt hat im letzten Jahr und vielleicht sogar ein Spiel des Jahres im internationalen Konsens zu küren. Hier sind deswegen die Top 5 der Spiele, die im vergangenen Jahr die meisten renommierten Auszeichnungen abgrasen konnten. Platz Nummer 5, einer meiner persönlichen Lieblinge des Jahres 2015, nämlich Nintendos Kreativbaukasten Super Mario Maker. Eigene Mario-Level zu bauen und mit Freunden zu tauschen, macht nicht nur Spaß, sondern vermittelt auch einen wunderbaren Eindruck davon, wie schwierig richtige Spieleentwicklung ist. Unter den großen, renommierten Auszeichnungen hat Mario Maker trotz vieler Nominierungen aber öfter den kürzeren gezogen. Beim Magazin Giant Bomb schaffte es Nintendo aber und wurde zum Spiel des Jahres gewählt. Allerdings muss es sich diesen fünften Platz teilen und zwar mit Fallout 4. Das gewann nämlich als Spiel des Jahres bei den renommierten DICE Awards, die jährlich von der Academy of Interactive Arts and Sciences vergeben werden. Für Fallout 4 vielleicht nicht der renommierte Platz, den man sich erwarten würde, aber trotzdem eine respektable Leistung. Und hier haben wir auch schon eine echt bemerkenswerte Platzierung. Auf Platz 4 das Indie-Spiel Her Story. Eine Art detektivische Schnitzeljagd, bei der Erinnerungen an die Multimedia-Spiele der 90er wach werden, konnte gleich zwei große Preise einsacken. Einmal bei den Game Awards, da wurde es allerdings nur in einer Nebenkategorie ausgezeichnet, nämlich für die beste Story. Aber bei den US-Kollegen von Polygon wurde Her Story sogar Spiel des Jahres. Respekt. Die Rangfolge für diese Liste zu bestimmen, ist zugegebenermaßen ein bisschen meiner Willkür ausgesetzt. Und ich erkläre das jetzt mal am Beispiel von Metal Gear Solid 5, das ich hier auf den dritten Platz sortiert habe. Das Spiel hat zwei Auszeichnungen vorzuweisen. Die etwas weniger bekannten Kollegen von GamesRadar wählten es zum Spiel des Jahres und außerdem gewann das Spiel die Spiel des Jahres Auszeichnung bei der Aggregatoren-Webseite Metacritic. Allerdings wählt Metacritic kein Spiel des Jahres. Der Sieger wird einfach aus der Datenbank gezogen und Metal Gear Solid kommt dort auf einen enormen Wertungsschnitt von 95% und sicherte sich damit den ersten Platz. Aber diese Wertung bezieht sich auf die Xbox One-Fassung des Spiels allein. Schaut man sich die Wertungen an, die zu diesem Mittelwert führen, stellt man schnell fest, dass vergleichsweise wenige und wenig bekannte Webseiten dafür verantwortlich sind. Deswegen habe ich es auf den dritten Platz gepackt. Auf Platz 2 stattdessen Bloodborne. Das hat nämlich gleich zwei renommierte Auszeichnungen eingesackt, sowohl die inzwischen leider geschlossene Seite Game Trailers als auch die Kollegen von Eurogamer UK wählten den düsteren Action-Horror zum Spiel des Jahres. Das ist ziemlich respektabel und bringt ihm deswegen den zweiten Platz ein, denn meiner bescheidenen Meinung nach wiegen im direkten Vergleich die Meinungen von Eurogamer und Game Trailers einfach schwerer. Einfach hingegen wurde es bei der Auswahl des ersten Platzes. Schon bei der Wahl unserer Community zu den GameStars 2015 räumte Witcher 3 alles ab, was es abzuräumen gab. Und dieser Trend setzt sich fort. Witcher 3 gewann die Spiel des Jahres Auszeichnung bei der Publikumswahl von IGN USA, wurde von den Redakteuren des Magazins GameSpot zum Spiel des Jahres gewählt, gewann außerdem die Publikumswahl beim britischen Golden Joystick Award, immerhin der älteste aller Spielepreise, und wurde außerdem Spiel des Jahres bei den Game Awards, früher bekannt als die Spike Video Game Awards. In Deutschland übrigens das gleiche Bild, dort wählten es genauso die Kollegen von der PC Games zum Spiel des Jahres, wie auch die Redakteure von 4players.de. Obendrein war Witcher 3 praktisch überall, zumindest in der Endausscheidung, wenn irgendwo das Wortspiel des Jahres fiel. Kurz, das Spiel von CD Projekt als bestes Spiel des Jahres 2015 zu bezeichnen, ist vermutlich so konsensfähig wie keine andere Auswahl. Glückwunsch dazu! Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, den ich auch zwischendrin schon habe fallen lassen. Die Liste ist von meiner Auswahl der Preise abhängig. Falls ihr also meint, ich hätte irgendwo eine wichtige renommierte Auszeichnung vergessen, schreibt's in die Kommentare und lasst es mich und die Welt wissen.